Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf YouTube. Die Ausstattung am Fahrrad wird oftmals unterschätzt, ist nämlich relativ wichtig, dass man schaut, dass man auch die Sachen um sich herum hat, sprich Thema oftmals Bekleidung ist ein Riesenthema, Thema Ausstattung, auch Thema Taschen, da sind wir heute auch schon gelandet mit dem neuen Rucksack von Falkenthal. Ihr wisst hier auf dem Kanal, unser Rucksack- und Taschenkanalpartner. Mal schauen, was wir dieses Mal bekommen haben zum Testen. Und ich muss auch sagen, endlich kam es raus, weil Falkenthal war ja immer bekannt, dadurch Taschen zu machen, die eher Taschen als Rucksäcke sind. Und nehme ich zum Beispiel gerade sie hier, die ich ja auch schon ins mehrere Zeit gefahren bin, haben wir hier halt ein, hältst du? Nee. Haben wir hier halt eine Tasche, wo super wasserdicht ist, aber halt ein Hybride ist für als Tasche am Rahmen, als Umhängetasche oder als Rucksack. Natürlich kein Fehler, sowas zu haben. Und wer wirklich Touren gern fährt und halt vor allem eine Tasche braucht, die man am Rahmen einhängen kann, liebe ich die. Und vor allem, die haben einen Vorteil, die sind halt von Haus aus alle wasserdicht. Das heißt, da spritzt halt nichts rein und man kann halt auch am Notebook fahren im Regen und es passiert halt nichts. Da habe ich schon immer geliebt und fahre die halt auch gern, wenn sie halt auf dem Mountainbike auch sind. Als Rucksack fahre ich die brutal gern. Aber heute, endlich, kam dann Falkenthal jetzt raus oder um die Ecke mit einem klassischen Rucksack. Ich habe den jetzt hier mal in so einer mintgrünen Ausführung geholt. Ich fand die Farbe jetzt einfach mal stylisch, um mal diesen klassischen Horizont von irgendwelchen schwarzen oder sonstigen Farben, gedeckten Farben zu verlassen. Man kann ja auch ein bisschen mutig mal sein. Es sind an einem Rucksack viele Features dran, die ich wirklich sage, die erfüllen wirklich viele Gedanken, die ich schon immer mit Rucksäcken habe, dass man sagen kann, man kann da damit auch einfach mal im Winter durch die Gegend fahren, im Sauwetter durch die Gegend fahren oder man hat einfach auch im Sommer den Spaß, man hat halt einen Rucksack auf dem Rücken, der hält und ist da, wo er dann wirklich auch hingehört und gaut nicht irgendwo rum. Sowohl für den Trailfahrer als auch für den Alltagsfahrer, der halt einfach mal sagen muss, ich brauche einen Rucksack, wo ich auch mal meinen Einkauf schnell reinschmeißen kann, da sehe ich ihn definitiv. Also eine richtig coole Geschichte und vor allem auch bei sportlicherem Fahrverhalten, da bleibt, wo er ist, weil er halt einfach mit genügend Gurten am Körper da festzumachen ist, dass er einfach hält. Fangen wir doch aber einfach mal ein bisschen an, was äußerlich so hat, nachdem auf die inneren Werte ein ganz klein bisschen ein. Wir müssen da ein paar Taschen einfach ein bisschen mal angucken. Vorne gucken wir uns nachher einmal, drehen es einfach mal rum auf die Rückseite und da sehen wir schon, wir haben einmal zwei ganz normal gescheite, Umhängeriemen, wo man halt Rucksack üblich kennt, klar. Mit hier oben den Verstellmöglichkeiten finde ich echt mega, wo man auch noch die Bequemlichkeit gerade auf dem Rücken dann einstellen kann, dass er auch da sitzt, wo er hingehört und dass er einfach auch sauber einzustellen ist. Wir haben in den Riemen noch eine Möglichkeit, mit so einem Schlussclips was reinzumachen. Und das ist dafür da, dass man auch gewisse Umhängetaschen oder so Bauchtaschen dementsprechend auch noch mit einhängen kann. Mir wichtig, hier oben ganz normalen Brustgurt, dass ich auch hier oben meinen Rucksack fixieren kann, dass ich auch hier oben im Brustbereich einfach genügend Halt habe und das einfach nicht gaucht. Weil es ist nichts ekelhafter, als auf einer Tour einen Rucksack zu haben, der immer dagegen gaucht und nicht am Körper wirklich wie eine zweite Haut anliegt. Ich werde dann am nächsten Monat die Probe fahren und dann werden wir auch mal schauen hier auf dem Kanal, wie er sich geschlagen hat über die nächsten Wochen und Monate als Bike-Rucksack hier auf dem Kanal. Deswegen, wenn man ein Abo da lassen, ein Like da lassen, dann verpasst er auch nicht die Folgen, wo wir mal in den News drauf eingehen, wie hat er sich eigentlich geschlagen. Ganz, ganz wichtig. Dann halt der Punkt, wo ich sage, mega wichtig, Verstellmöglichkeiten obligatorisch, klar der Länge. Der Hüftgurt, den brauche ich, damit einfach der Rucksack da bleibt, wo er hingehört und nicht anfängt, durch die Gegend zu rutschen. Für mich wirklich das Allerwichtigste an dem Rucksack, dass er halt da wirklich hält, wo er hält. Hier Taschen drin für Kleinzeugs, Energieriegel, mal ein GoPro-Akku und was auch immer ich brauche, kann ich hier beidseitig mit reinstopfen. Einseitig mit reinstopfen und dann habe ich halt den auch immer zur Hand, wenn ich wirklich Rucksack drauflassen möchte und Kleinzeugs einfach rausholen will. Ging mir schon oft so einfach, mal schön GoPro-Akku rausholen, dann schon einfach im Bereich des Greifbaren und muss immer alles auf- und abziehen. Genauso auch vielleicht den Geldbeutel oder die ein oder andere Bankkarte, die ich halt zum kleinen Shopping-Einsatz bei einer Tour mal dementsprechend dabei haben muss. Eine Pfeife ist dran, kennen wir von anderen auch, um einfach einen Notruf abzusetzen oder Hilfe zu holen, wenn irgendwas mal dementsprechend vonnöten sein sollte. Soweit, so gut. Hier hinten noch eine kleine Tasche für kleine Zubehör. Kann man auch noch was reinstopfen. Taschen haben wir hier mehr als genügend. Das passt schon. Hier unten haben wir noch eine Tasche. Und da ist dann auch jetzt, holen wir es mal raus, die Bauchtasche
Tasche mit dabei, wo man dann damit einfach auch den Rucksack verschließen kann oder sie nur als reine Bauchtasche dementsprechend einsetzen kann. Coole Geschichte, also alles mehr oder weniger mit dabei. Da schauen wir doch mal, was da in Zukunft so bringen wird und wie er sich bei mir hier auf dem Kanal auch ein ganz klein bisschen so schlagen wird. Bevor wir jetzt mal hier nach oben gehen, ein kleines Zubehör. Für mich ein wichtiger Punkt, ich fahre mit dem auch im Regen. Und dann bekommt er auch mal Matsch und Dreck und Schnee ab. Und so ein Punkt, wo ich sagen muss, für mich das Allerwichtigste, ich habe hier unten das Hüterli drin, wo ich drüber ziehen kann. Und dann kann ich damit sagen, ich ziehe ihn einfach drüber über den Rucksack und habe dann wiederum mehr oder weniger wasserdicht. Klar, das kennen anderen Herstellern auch schon. Wenn ich diesen Hüterli drüber ziehe, dann habe ich halt immer das Problem, dass zwischen Rücken und zwischen Rucksacks nass werden kann. Ja, klar, aber damit können wir eigentlich leben. Kann man auch abnehmen, damit man separat trocknen kann. Das macht schon irgendwie Sinn. Und sich nicht allzu arg einzusauen. Und eine separate Fache unten macht auch Sinn. Ich habe sie nämlich einfach auch immer dabei, gell? Weil der Regen kommt ja meist dann immer, wenn man gerade nicht an ihn denkt. Unten haben wir noch ein Fach, wo wir die ganze Sache vergrößern können. Wo ist er? Hier. Da kann man dann nochmal so ein Fach auslassen, was diesen kompletten Innenraumrucksack einfach vergrößert. Ja, so als auch gewisses Nassbereich, wo einfach auch ein bisschen vom Stoff her dementsprechend das Ganze darstellen soll. Okay, macht Sinn. Und dann wieder zu. Und soweit schon mal da okay. An der Seite, beidseitig, klar, denke ich, für jeden obligatorisch und wichtig, die Möglichkeit, eine Flasche reinzubekommen und die hier oben auch nochmal gegenzusichern, dass man wirklich sagen kann, ich kann meine Trinkflasche hier oben einfach reinstopfen, habe die seitlich am Rücken und kann mit der dann auch ganz super chillig durch die Gegend radeln. Für mich ein wichtiger Punkt, weil das im Sommer einfach sein muss, die Getränke am Rücken zu haben. Ich habe sie am Radnetz und ich habe sie am Rücken drauf im Regelfall. Deswegen sind diese zwei Sachen wichtig. Streifen reflektieren hinten drauf, klar, dass man auch gesehen wird, ist, denke ich, selbsterklärend. Zur Größe noch geschwind, wir haben jetzt hier einen Rucksack mit 22 Liter, also so eine relativ entspannte Größe, die für den Alltag machbar ist, aber halt auch für einen Trail-Einsatz immer noch gut funktionieren kann. Das Hauptfach. Wenn wir da reinschauen, haben wir halt hier ein riesengroßes Fach, meine Hauptkamera, haben wir hier ein riesengroßes Fach, das ist unten dieser Beutel von diesem separaten Ausklappfach. Reicht wirklich aus. Ich finde auch cool, Rucksäcke im Hauptbereich keine großen Unterteilungen haben, sondern einfach nur reinstopfen und der Einkauf ist drin oder man hat seine Sachen, die man braucht, schnell versorgt und muss ihn immer suchen, wo man was findet. Was wir auch haben, das finde ich jetzt so als Mensch, der auch mal zum Arbeiten mit dem Fahrrad fährt, richtig cool, hinten ein Rucksack in Fach drin fürs Notebook, für ein bisschen Zubehör, was einfach Schützer sein soll, dass wir halt einfach hier haben, Notebook zwischen Körper und zwischen Hauptrucksackteil und ich habe es einfach auch schnell im Zugriff und ist einfach auch sicher dementsprechend untergebracht. Die beiden Taschen auf der Rückseite, einmal klar, eine Tasche für einfach Brille, vielleicht den Geldbeutel, den Kruscht, klar, den man so braucht, aber auch hier unten das Fach für den größeren Kleinkruscht-Anteil, sprich Schlüsselhaken, hier vielleicht sogar Flickzeug reinschmeißen, eine Pumpe, vielleicht das ein Schlauch, was ich halt dabei haben muss, je nachdem, wie ich mein Pannenkit packen möchte. Das passt halt hier unten echt richtig cool rein. Zwei kleine so Sachen, wo ich sagte, okay, das macht irgendwie schon Sinn. Einmal diese Bauchtasche, wo ich nehmen kann, sowohl als Umhängetasche vorne oder als separate Tasche, beides möglich. Aber auch, wenn ich vorne aufmache, kommt hier unten so ein kleines Netz raus, mit dem ich dann hier über meinen Rucksack rübergehen kann, so, und hier meinen Helm quasi am Rucksack festschnallen kann. Wenn ich mal abseits des Trails oder abseits des Fahrrads mal kurz in die Eisdiele tigere, dann kann ich hier auch meinen Helm unterbringen, was ich echt cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Produkt, was genauso ein bisschen mein Userkreis trifft, weil ich so durch die Gegend radel, weil ich so einen Rucksack einfach mag, der relativ entspannt ja, zu nutzen ist. Hier oben noch zwei kleine Bändel dran, die sind noch da, um einfach den kompletten Bereich hier nochmal einzuhängen und hier oben einfach noch ein Staufach zu bieten, um irgendwas noch kurzfristig einzuklemmen. Okay, ja, bräuchte ich jetzt vielleicht weniger, aber ist halt nun mal dran, deswegen schadet es einfach nicht. Und genauso kann man hier unten jetzt auch noch mit diesen zwei separat einstellenden Verschlüssen und Riemen noch nach unten ein klein bisschen Halt hinkriegen. Also
Ich finde ihn wirklich so als Rucksack eine spannende Geschichte und ich werde auch mal schauen, wie er sich so ein bisschen schlägt in der nächsten Zeit. Sowohl im Alltag als auch bei längeren Touren, aber auch vielleicht mal, gerade mal zum Schauen, wie er sich jetzt so ein bisschen hält für längere Touren, aber auch zum ganz normalen Alltagseinsatz oder auch bei dem ruppigeren Fahren, was macht er da dementsprechend mit? Es ist für mich wirklich ein Bereich, in die richtige Richtung zu sagen, es ist für die Fahrer, die wirklich sagen, ich habe einen Fully, ich habe jetzt keinen Gepäckträger und ich brauche eine Tasche und Rucksack, der einfach halt einmal Bike-kompatibel ist, weil das ist ja hundertprozentig mit Helmhalter und sowas und sowohl für sämtliche Gruppen abgedeckt werden kann, die unterschiedliche Fahrprofile haben. Klar, man kann nie alle erschlagen, das ist auch klar. Ich finde es auch spannend, ein Produkt zu haben in die richtige Richtung und auch vom ganzen finanziellen Aufwand relativ günstig. Könnt ihr gerade mal unten auschecken. In der Beschreibung gibt es einmal den Link zu ihm und noch einen Rabattcode, den könnt ihr auch noch auschecken. Da könnt ihr auch noch, ich glaube, aktuell 10% sparen und habt dann da auch noch ein bisschen was vielleicht noch im Geldbeutel an Geld sparen können für einen coolen Rucksack. Erster Eindruck, wirklich eine mega Geschichte. Ich freue mich richtig drauf, in der nächsten Zeit einfach zu fahren, im ganz normalen Alltag oder wie auch immer. Also ich probiere es einfach jetzt mal aus. Von der Farbe, klar, könnt ihr halt so auswählen, wie es euch gefällt. Da könnt ihr auch gedecktere Farben dementsprechend wählen. Ich bin da echt gespannt. Noch ein Thema zur Kooperation. Ich gehe Kooperationen eigentlich nur ein oder generell nur ein, mit denen ich wirklich sage, ich finde die Produkte wirklich cool. Genauso auch hier Falkenthal habe ich ja mal angeschrieben vor Monaten und dann kam dann auch, oder vor Jahren mittlerweile schon, mit meinem Kanal ein jahrelanger Partner, kann man schon sagen, eineinhalb Jahr. Ob wir was zusammen machen können als Kooperation, kam ein klares Ja raus und dementsprechend finde ich es einfach jetzt auch mega, dass wir ein bisschen eine Tasche haben und Rucksack haben, der wirklich als klassischen Rucksack so funktioniert. Soweit die Folge. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, checkt unten einfach mal die Links aus, wenn ihr euch holen wollt und sehen wir uns im nächsten Videofolge wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.